hallo und herzlich willkommen hier heute zu einem ganz neuen Movie Amps Format, denn es ist ein besonderer Tag. Disney hat kürzlich erst den Trailer zu The Acolyte, der neuen Star Wars Serie, publiziert und oh mein Gott, Lukas und ich sind total hype, denn Disney hat in den letzten Jahren einfach bewiesen, wie feinfühlig der Konzern mit dem Star Wars Franchise umgeht und insbesondere so ja, langjährige Fans wie mich einfach nur in Begeisterung zurücklässt. Das letzte Produkt, Ahsoka, die letzte große Serie, die Disney in Sachen Star Wars veröffentlicht hatte. Ja, was soll man sagen? YouTuber waren sich größtenteils einig, das war Peak Star Wars. Ja, und da Ahsoka so unglaublich gut vorgelegt hat und uns alle wieder in so eine Star-Wars-Begeisterung gebracht hat, da muss ja der neue Trailer zu The Acolyte auch lauter Begeisterungswellen hervorgerufen haben. Und da dachte ich mir, wir gucken uns einfach mal so an, was die User zu dem Trailer so schreiben. Also, ich werde da jetzt gar nichts groß analysieren. Ich muss auch ehrlicherweise zugeben, die High Republic, das ist nicht so meine Star-Wars-Ära. Klar, hat man sich da ein bisschen reingelesen und so, aber da bin ich echt kein Experte für. Von daher würde ich den Trailer jetzt gar nicht groß analysieren und da auch gar nicht erzählen, welche Gefühle der in mir ausgelöst hat, welche begeisterten Gefühle der in mir ausgelöst hat, sondern ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal die Kommentare der Nutzer an und schauen mal, was deren Meinung zum Trailer ist und wie groß da jetzt der Hype ist, gerade nachdem Ahsoka ja hier so prächtig vorgelegt hat. Und da gucken wir mal rein. Ich habe jetzt hier eine deutschsprachige Seite genommen. Ich hoffe, das ist okay. Ein deutschsprachiger YouTube-Kanal, Kinocheck, damit wir einfach ein bisschen schneller durchkommen. Und habe hier einfach mal sortiert von Neueste zuerst, ja. Und ich lasse hier auch nichts aus. Wir fangen einfach mal an. Hier, Marcel schreibt, hatte mich ursprünglich von der Storybeschreibung her drauf gefreut, aber der Trailer sieht schon sehr nach Fanfilm aus. Ja, da hat Marcel natürlich recht, aber ich würde schon sagen, ist schon ein guter Fanfilm, oder? Dann der nächste User, hier kein Vampir 5430, der schreibt, zu viele weibliche Menschen. Ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Erscheint mir fast so, als würde kein Vampir hier so ein bisschen ja, vorbelastet an den Trailer rangehen. Und woher das kommt, dieses Vorurteil, kann ich mir wirklich überhaupt nicht erklären. Star Wars ist ursprünglich doch maßgeblich mit der Zielgruppe junge Frauen ausgerichtet gewesen, oder? Gut, gehen wir weiter. Swagger Rexa, come on, Leichenflattern ist nicht schön, Star Wars ist schon tot. Ja, keine Ahnung, wie der da drauf kommt. Also lauter positive Kommentare, wie ihr seht. Also der Hype unter den Fans ist unglaublich. Krimi schreibt, neuer Disney-Trash incoming. Das sind natürlich, das muss man dazu sagen, das sind alles Bots. Ne? Das sind alles Bots, die bezahlt irgendjemand, der Disney nicht leiden kann. Also es ist nicht so, dass der Konzern tendenziell irgendwie Ressourcen hat, Bots zu bezahlen, sondern das macht irgendjemand, der Disney nicht mag. Deal 1, richtig schön Vogue. Das muss ja ein Erfolg werden bei der diversen Besetzung. Ja, auch hier wieder eine gewisse Vorbelastung zu spüren. Dann hier Red Eye, ich habe Disneys Plan durchschaut. Leute, Disney trennt nicht die Fanbase, sie verbinden die Fanbase. Die alten Hasen haben Star Wars 1, 2, 3 gehasst. Jetzt sagt man, 1, 2, 3 war ganz okay im Vergleich zu 7, 8, 9. Ich persönlich liebe die Prequels. Ja, stimmt. Also Disney hat die Qualität dermaßen hochgeschraubt, dass man quasi als Hardcore-Fan der ersten drei Star Wars Filme, Episode 4 bis 6, sich verbunden fühlt mit den Fans Episode 1 bis 3, weil die natürlich qualitativ in einer ganz anderen Liga spielen als das, was Disney hier in den letzten Jahren angeboten hat. Wir gucken mal weiter. Nice! Wieder eine Star Wars Serie, die man boykottieren kann. Ah, das finde ich nicht gut, Red Eye. Das finde ich nicht gut, das finde ich nicht inklusiv. Kaka Shitty Take, wieder so ein Vogue-Schrott. Ja. Okay, MRQ, nie gedacht, dass ich mal sagen würde, ich bin definitiv zu alt für Star Wars. Ja, so alt siehst du gar nicht aus. Gucken wir mal weiter. Kase 5503, warum Disney? Es fehlt nur noch, dass das Imperium Regenbogenbinden trägt. Ja, also man sieht, unglaublich gehypt, die Menschen
freuen sich auf The Acolyte. Toll, was Disney aus dem Franchise gemacht hat. Das ist jetzt wirklich ein AAA-Premium-Franchise geworden, muss man sagen. Benny Shawnee, Woke Trash, Star Wars ist tot. Dann hier der nächste, der 44 Grad 57, Weltklasse-Trailer mit 6 Ausrufezeichen. Man zuckt immer so kurz zusammen und fragt sich, meint er das jetzt ernst? Und dann schreibt er da was drunter, was ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstehe, aber was auch so ein bisschen nach Einschränkung klingt. Itachi Uchiha sieht halt völlig lieblos und uninteressant aus. Ist bestimmt wieder so ein Frauenpower-Ding. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie da drauf kommt. Squid Game Lee Jung-jae macht ja auch mit. Und außerdem, lass mal so stehen. Fettes Dislike. Sehr gut. Das wird bestimmt gut. So wie die Serien davor. Der ist geil, der Typ. Der ist geil. Guter Punkt. Erwartungen sind keine mehr übrig, schreibt Stop Reading. Also, ich lasse hier keinen einzigen Kommentar aus. Ja, ich lese die wirklich alle so vor, wie die hier reingetragen worden sind. Von neu nach alt sortiert, also auch nicht nach beliebtester oder so. Ich lese die so vor, wie die hier reingekommen sind. Das hier ist die Fanbase. Ja, das sind die Leute, die sich mit Star Wars auseinandersetzen, denen offensichtlich Star Wars am Herzen liegt und die wahrscheinlich vor 10 Jahren wirklich total gehypt gewesen wären, hätte Disney gesagt, wir bringen jetzt eine richtig hochbudgetierte, düstere Star Wars Serie raus, ja? Und zwar irgendwie, die spielt 200 Jahre oder was vor Episode 4. Das sind die Leute, die werden da ausgerastet. Und ich auch. Und ich auch, ja. Aber mittlerweile macht mir bei Star Wars ehrlicherweise nur noch Spaß, diese Kommentare zu lesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist auf jeden Fall der unterhaltsamste Teil, den Disney mit Star Wars in den letzten Jahren gebracht hat. Das sind die Kommentare hier unter den Acolyte-Trailer. Stop reading. Erwartungen sind keine mehr übrig. Aber was bringt es euch, das alles im Vorhinein schlecht zu reden? Es gab ja auch gute neue Star Wars-Sachen, da stimme ich zu. Wie Rogue One, ja. Andor, ja. Rebels, ja, mag ich auch, gebe ich zu. Rebels, toll. Und die letzte Staffel Clone Wars und The Mandalorian. Und da muss ich im Grunde zustimmen, es gibt ein paar gute Star Wars Produkte in den letzten Jahren. Und wer weiß, vielleicht wird ja The Acolyte die absolute Überraschung. Was wir hier allerdings aus den Kommentaren sehen können, ist, wie weit die Erwartungshaltung mittlerweile runtergeschraubt worden ist. Im Prinzip freuen sich die Menschen über eine neue Star Wars Serie aktuell ungefähr so sehr wie über eine Steuererhöhung. Von allem, was Disney Star Wars bisher gemacht hat, schreibt Roach Fox, gibt es nur einen guten Film und eine gute Realfilmserie. Clone Wars 6. Staffel ist auch gut, aber alles andere ist maximal 5 von 10 Punkte. Die Filme sogar max 3 von 10. Und das sehe ich. Ja, ich würde sogar 2 Serien wahrscheinlich noch mit hinzu. Ja, aber wo ist denn der ganze Ahsoka-Hype? Wir hatten doch mit Ahsoka so eine starke Serie. Warum schreibt denn hier bloß keiner rein? Boah, wir hatten doch Ahsoka, das war so richtig gut. Und von daher freuen wir uns jetzt umso mehr auf die neue Serie, denn die kann ja so ein bisschen auf der Ahsoka-Hype-Welle so ein bisschen mitreisen. Ne? Wir hatten ja auch einen tollen Bösewicht, darf man nicht vergessen. Eine Thrawn in Ahsoka, der war schon richtig gut. Der war mindestens so furchteinflößend wie Sauron in Die Ringe der Macht. Dann schreibt hier Response Team voll der Scheiß. Jo. Wusafool schreibt sehr gut. Noch mehr Zeit gespart, wenn ich diesen Mist nicht anschaue. Rolandatschko 1307 schreibt, seid alle miteinander einmal froh, neue Sachen zu bekommen. Ich glaube, das ist der erste wirklich positive Kommentar. Wenn es euch nicht gefällt, schaut es nicht, aber es ist besser, als ob gar nichts mehr kommt. Tja, da weiß ich nicht, ob ich dem so hundertprozentig zustimmen kann. Lace 1410, das sieht so schlecht aus. Bullencan, holt den Defi, Star Wars Herz hört auf zu schlagen. Ja, wenn es das wenigstens tun würde. Wenn es das wenigstens tun würde. Aber sie machen ja einfach weiter. Sie machen weiter und weiter und weiter. Und ich glaube, es wäre jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt, meine geliebte Star Wars Sammlung bei eBay reinzustellen. Weil den Wert, den sie jetzt hat, bekommt sie wahrscheinlich nie wieder und der ist schon unterirdisch. Michael Jablonowski schreibt, schon wieder dämlicher feministischer Woke-Quatsch mit 80% starken weiblichen Charakteren, also Müll as always. Das muss man auch erstmal schaffen, dass man als Konzern so dermaßen über die Stränge schlägt und übertreibt, dass eine an sich grundsätzlich wichtige Sache wie Feminismus
von immer mehr Menschen als Endgegner identifiziert wird, weil es ja einfach so grenzenlos übertrieben werden muss, bis es viele Menschen einfach nur noch nervt. Keine Ahnung, ja. Also ich finde die Ausdrucksweise nicht gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber dass da ein gewisser Frust entsteht, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Warum nennt man die Serie nicht gleich Star Wars The Woke Empire? Woker Müll, Hoffnung haben, man kann nicht. BioWare sollte einfach eine Star Wars Serie zur Old Republic machen. Ja, das finde ich auch. Old Republic, warum eigentlich nicht? Warum macht man keine Serie zur Old Republic? Warum muss man sich mit diesen... Ja, ich weiß nicht. Mich hat High Republic auch nie so richtig irgendwie weggefetzt. Ich fand das immer so ein bisschen strange, aber na gut. Wir haben gerade Andor geguckt. Die Jedi haben wir nicht vermisst. Ja. Ist ein Punkt, ne? Also, das ist ein Punkt, weil Andor auch davon lebt, dass hier halt nicht zum 20. Mal irgendwas bereits Gesehenes aufgegabt wird. Was wir jetzt hier bei The Acolytes haben, ist natürlich dann irgendwie ein Übermaß, wahrscheinlich an Jedi. Das ist natürlich der Ära der Hohen Republik geschuldet, aber wir werden sehen. Also auch hier kann man noch keine Schlüsse draus ziehen. Ich finde es nur einfach interessant, wie die Leute einfach keinen Bock mehr haben und wie sie nicht nur keinen Bock haben, sondern wie sie richtig wütend sind, dass Disney mit dieser Leichenflatterei nicht einfach aufhört. Langweilig, schreibt einer, dass gelbe Lichtschwerter sind aber graue Jedi oder Nutzer beider Seiten. Da muss ich sagen, da bin ich nicht weit genug im Thema. Das müsste ich jetzt nachgoogeln. Pele schreibt, das sieht ehrlich gesagt nach der unterbudgetierten Qualität einer Obi-Wan-Serie gepaart mit dem woken Nonsense Gegendere von Ringe der Macht aus. Aber hey, Laserschwerter, kennt ihr, oder? Und ja, also der letzte Satz trifft es einfach. Laserschwerter, kennt ihr, oder? Also da wird einfach... Hauptsache, es wird wieder irgendwas gezeigt, was man schon mal kennt. Und dann kann man sagen, oh mein Gott, die haben Laserschwerter in der Serie. Ich bin so hype. Oh. So wie bei Ahsoka es dann auf einmal hieß, oh mein Gott, die haben Anakin, Hayden Christensen ist von den Toten auferstanden. Der rennt durch die Serie. Das muss deswegen die beste Serie aller Zeiten sein. Das beste Peak Star Wars muss das sein. Konnte den Trailer nicht gucken, wusste nicht, wann ich die Augen wieder aufmachen konnte, ja. Genau, das ist so. Früher hat man bei Horrorfilmen als Kind die Augen zugemacht. Jetzt, wenn so ein Disney-Trailer kommt, wieder schön, Vogue und weiblich, wird bestimmt ein Meisterwerk. Keine großen Erwartungen für den Film, langweilig. Ja, ich glaube, an der Stelle reicht es schon. Obwohl, den nächsten nehme ich auch noch. Star Wars hat mich seit Episode 7 schon verloren. Dieser Trailer zeigt nur, dass es mit dem Woke-Shit wohl noch nicht genug ist. Oh Gott, wieder mal super politisch korrekt und mit Star Wars Ninjas, das kann nichts werden. Boah, ich kann nicht aufhören, das ist wie ein Autounfall, diese Kommentare. Ich wollte eigentlich hier nur 3 Minuten vorlesen und ja, ihr merkt aber, wie gesagt, das sind ungefiltert alle Kommentare, also von neu nach alt, unter diesem YouTube-Kanal, den ich am Anfang genannt habe. Und ja, die Leute sind begeistert, oder? Also so klingt doch Begeisterung. Und wir freuen uns auf die Acolyte. Wir freuen uns wirklich auf die Serie, damit wir noch viel mehr von diesen Kommentaren zu Star Wars im Internet sehen können. Ey, es ist einfach so, mein Herz ist gebrochen. Echt, wirklich. Mein Herz ist gebrochen. Ich gehe mal heulen.